Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Sendung. Wahl 17 heißt sie. Und wir stellen Ihnen in regelmäßiger Folge Wahlkreiskandidatinnen oder Wahlkreiskandidaten für den Deutschen Bundestag vor. Diesmal habe ich mir eingeladen aus dem wunderschönen Bezirk Mitte, Özcan Mutlu. Er kandidiert für die Grünen und ist derzeit Bundestagsabgeordneter. Guten Abend erstmal, Herr Mutlu. Und Sie wollen wiedergewählt werden am 24. September, richtig, oder? Ja, ich will selbstverständlich direkt gewählt werden in Berlin-Mitte. Und natürlich möchte ich ein super Ergebnis für die Grünen in Berlin, aber auch bundesweit erzielen. Wenn man durch Mitte fährt, Mitte erstreckt sich ja über Wedding, Moabit, Tiergarten, geht ja fast bis ran an Reinickendorf. Man sieht Ihr Plakat, mutlos steht da einfach drauf. Ist das die Aussage, die Sie haben? Wer mich kennt, weiß, welches Programm, welche Ideen ich verkünde, umsetzen möchte? Also Gesundbrunn gehört auch dazu, nicht vergessen, ist ein wichtiger Stadtteil bei uns. Auf meinem Plakat steht Berlin leben, Mutlu wählen. Das ist mehr als nur Mutlu. Und wir haben uns das auch gut überlegt, warum wir gerade so einen Slogan nehmen. Berlin steht für ein besonderes Lebensgefühl. Berlin ist Vielfalt, Berlin ist Plural. In Berlin findet man Menschen aus aller Herren Länder und da überall Künstler, Freischaffende, Akademiker, aber auch Handwerker. Also Berlin ist eine absolut tolle, bunte Mischung und Berlin-Mitte ist in dem Zusammenhang quasi wie das Herz der Republik, der Herz der Demokratie. Wir haben dort im Bundestag Schloss Bellevue, also Bundespräsidialamt, wir haben die Ministerien. Und dieser Wahlkreis spiegelt auch ein bisschen dieses Lebensgefühl von Berlin wider. Und deshalb haben wir gesagt, jeder, der dieses Lebensgefühl verinnerlicht hat. Jeder, der dieses Lebensgefühl für diese Stadt auch nicht nur erstrebenswert hält, sondern auch erhaltenswert hält, der wählt Mutlu und die Grünen. Wenn man klischeehaft denkt, denkt man ja immer, es müssen sich jetzt alle anfassen und Kumbaya singen. Haben Sie nicht ein bisschen Angst, dass gerade wenn wir über steigende Mieten diskutieren, dass da auch noch so ein neuer Klassenkampf entsteht? Wer wohnt wie teuer, wie günstig? Wer kann sich Wohnen überhaupt noch leisten? Dass Ihre Idee, die Sie gerade eben erzählt haben, dass Berlin eine weltoffene, tolerante, eine Multikulti-Stadt ist, sage ich es jetzt mal übersetzt, dass das dann ein bisschen abhanden kommt, gerade wenn diese Probleme, Stichwort Mieten, immer weiter zunehmen? Ja, das ist ein ganz großes Problem in Berlin und das hat seine Gründe. Hier in Berlin haben die Vorgänger Senats unter der Führung der SPD massiv im Bereich der Wohnungen oder auch der Mieten Fehler gemacht. Man hat hunderttausende Wohnungen privatisiert, unter Rot-Rot auch noch. Und man hat kaum Förderung für Neubauten, aber auch bezahlbaren Wohnraum getätigt. Das hat sich jetzt mit der neuen Regierung unter Rot-Rot-Grün geändert. Man hat jetzt mit dem Berliner Modell auch eine Möglichkeit, Investoren in der Stadt dazu zu bringen oder dazu zu zwingen, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, immer mehr Wohnungen werden durch städtische Wohnungsbaugesellschaften gebaut. Es wird auch immer öfter der Vorkaufsrecht genutzt von den Bezirken. Zum Beispiel jetzt vor einigen Monaten in Kreuzberg, wo der Bezirk das neue Kreuzberger Zentrum übernommen hat, damit nicht eine Heuschrecke die Menschen dort vertreibt. Und diese Fehler wurden in der Vergangenheit eben gemacht. Und das hat den Wohnungsmarkt unter großen, massiven Druck gesetzt und die Mieten natürlich explodieren lassen. Und das wollen wir jetzt ändern. Und wir wollen das auch auf Bundesebene machen. Das ist ja nicht nur eine Sache der Stadt selbst. Wir wollen auf jeden Fall eine neue Mietrechtsnovelle machen. Diese Mietpreisbremse, die unter der Großen Koalition von SPD, CDU, ich sage dazu, das war eine Mogelpackung, eingeführt worden ist, die nicht funktioniert. Sie haben ja zugestimmt, dieser Mogelpackung. Wir haben das nicht. Nein, wir Grünen haben einen Antrag gestellt, der eine scharfe Mietpreisbremse wollte, ohne Ausnahmen. Aber im Bundesrat letztendlich doch mit zugestimmt, oder? Nein. Ich rede jetzt vom Bundestag. Wir haben im Bundestag dies abgelehnt. Wir haben auch gesagt, wir brauchen viel mehr Instrumente. Wir haben vorgeschlagen, dass die Modernisierungsumlage gesenkt wird, dass auch die Modernisierungsumlage nicht unbegrenzt auf die Mieter umgelegt werden soll. Das sind alles Maßnahmen. Dann erklären Sie es mir mal
mal, ich bin ja auch kein Eigentümer, ich bin ja auch ganz normaler Mieter. Bloß erklären Sie mal auch unseren Zuschauern, warum passiert da nicht mehr auf diesem Gebiet? Also klar, oder andersrum, warum behaupten Sie unter anderem, also nicht in Person, aber Ihre Partei, dass die CDU uns da blendet, also was ja, da beschlossen wurde? Weil ich kann mir gut vorstellen, wie will man denn anders diesen Markt nochmal, sag ich mal, regulieren, ohne dass man in sozialistische Verhältnisse fällt? Also nochmal, wir sagen nicht oder wir behaupten nicht, die blenden, sondern das sind Tatsachen. Mhm. Das, was Schwarz-Rot im Bundestag beschlossen hat mit der Mietpreisbremse, diese Mietrechtsnovelle, die hat nichts gebracht. Die hat so viele Ausnahmen, das ist ein Fakt. Und wir wollen eben all diese Ausnahmen wegstreichen. Wir wollen das schärfen. Wir wollen, dass die Mietpreisbremse greift und den Mieterinnen und Mietern hilft. Wir sind in der Opposition und haben es leider nicht durchsetzen können. Deshalb wollen wir in die Regierung, um diese Programme durchzusetzen. Warum das nicht funktioniert, warum die CDU oder SPD wieder bessere Wissens das durchgeführt hat, das muss man die Kandidaten oder die Partei der CDU, SPD fragen. Eigentümer engagiert in den, ich habe keine Ahnung, ich will nicht spekulieren, aber es schadet dem Mietenmarkt und da muss mehr getan werden. Und auch für die Stadt Berlin müssen wir insbesondere im Bereich des bezahlbaren Wohnraums, günstige Mieten, viel mehr tun, als bislang getan worden ist. Und Rot-Rot-Grün in Berlin ist auf dem richtigen Weg, Milieuschutz etc. Aber es muss auf Bundesebene entsprechende Gesetze, Reformen geben, sonst kann auch Rot-Rot-Grün in Berlin nicht alles alleine machen. Haben Sie als Grüne, sagen wir mal Grüne in Berlin und natürlich auch im Bund, auch ein bisschen, was diese Problematik angeht, ein bisschen dazulernen müssen, dass das sich verschärfen, diese Entwicklung, dass die so drastisch kommt, dass das keiner hat vorhersehen können? Also wir mussten da gar nicht zu lernen. Wir haben immer schon gesagt, der Wohnungsmarkt in Berlin, aber auch sonst bundesweit ist massiv unter Druck. Wir müssen Verdrängung, Gentrifizierung stoppen und das können wir nur machen mit gesetzlichen, strengen gesetzlichen Vorgaben. Aber wir sind halt in der Opposition gewesen. Wenn man in der Opposition ist, kann man die besten Ideen haben, aber nichts ändern oder wenig ändern. Wir haben eine Menge trotzdem geändert auf den verschiedenen Ebenen, aber um diese Programme, um bezahlbaren Wohnraum, um eine scharfe Mietpreisbremse, um eine Reduzierung der Modernisierungsumlage durchzusetzen, müssen wir eben nach dem 24. September in der Teil der Bundesregierung sein und dafür kämpfe ich. Was kann man tun, beispielsweise das Thema Ferienwohnung? Also ich habe vor ein paar Monaten hier Monika Herrmann zu Gast gehabt, ist ja Bezirksbürgermeisterin in Kreuzberg. Die hat gesagt, da wollen wir noch mehr machen, aber wenn man sich so umhört, da passiert recht wenig. Das heißt, diese Ausnahmen, die Sie gesagt haben, die wollen wir verändern im Bund etc. Das heißt, bleiben wir mal im Bezirk Mitte beispielsweise auch, wo die Grünen ja auch aktiv sind. Kann man da letztendlich oder muss man da, weiß ich nicht, jetzt 500.000 Kontrolleure einstellen, die aber wirklich armeeartig losziehen und jetzt mal wirklich alle Teppiche hochreißen und gucken, wo also ist eine versteckte Ferienwohnung? In Berlin-Mitte haben wir ja einen grünen Bürgermeister mit Stefan von Dassel. Und Stefan Dassel hat jahrelang schon gegen dieses Ausufern von Ferienwohnungen, damals schon als Stadtrat gekämpft und jetzt auch als Bürgermeister. Das ist in der Tat ein Problem. Und es gibt immer sehr clevere, kreative Rechtsanwälte, die immer irgendwelche Lücken im Gesetz finden und auch entsprechend alle Instanzen versuchen durchzuackern, bis irgendein Urteil kommt. Berlin hat sich da auf den Weg gemacht, da muss mehr getan werden, aber ob jetzt Tausende oder Hunderte Kontrolleure die Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Man muss einfach darauf achten, dass diese ausufernde Kommerzialisierung von Mietwohnungen zu sogenannten Ferienwohnungen, und zwar von Gruppen, von bestimmten Gruppen oder bestimmten Personen, das muss man verhindern. Und da muss der Gesetzgeber vielleicht auch mit schärferen und stärkeren Sanktionen ran, damit das auch abschreckend ist. Also das ist ein Prozess, wir arbeiten auch dran. Kriegen Sie das auch zu hören, wenn Sie jetzt gerade unterwegs sind im Wahlkampf in Bezirk Mitte, dass Leute direkt sagen, Mutlu, da musst du was machen? Das ja, natürlich. So Mietenpolitik
Politik, Wohnungspolitik ist ein wichtiges Thema in meinem Bezirk, in meinem Wahlkreis findet schon an bestimmten Stellen Gentrifizierung statt. Menschen, die seit Jahren, Jahrzehnten leben, werden verdrängt mit höheren Mieten, auch Gewerbetreibende. All das sind Dinge, wo der Gesetzgeber, wo der Bundestag, aber auch die Stadt, der Senat mehr tun muss, um die Mieterinnen und Mieter zu schützen. Das ist wichtig. Das ist auch ein wichtiges Thema für uns. Also haben Sie partout Lösungsfragen, außer, ja, wir müssen Gesetze ändern? Also weiß ich nicht, gibt es da konkrete Fälle? Gerade wenn Sie sagen, okay, da wird entmietet, da findet kein Gewerbe mehr statt, weil da alles zu teuer wird, wo Sie sagen, da konnte ich helfen, da konnte ich mich einsetzen in der vergangenen Legislatur vielleicht auch. Also gerade im Hinblick auch, weil ich kann mir gut vorstellen, ich kenne das ja selber auch, dass Leute mit persönlichen Problemen kommen, wo man halt nicht immer sagen kann, okay, das große Ganze muss geändert werden, sondern dass man sagt, okay, ich packe an, ich helfe. Also welche Erfolge können Sie vielleicht erzählen? Flächendeckende Erfolge kann man als Opposition schwer durchsetzen, aber selbstverständlich habe ich oft auch Menschen in meiner Bürgersprechstunde, die dann mit ihren Unterlagen kommen, und oft hilft es auch, wenn ich bei dem Vermieter mal anrufe, wenn es städtische Wohnungsbaugesellschaften sind, kommt man auch besser ins Gespräch, als wenn irgendwelche Leute, die nur auf Gewinn aus sind. Aber natürlich können wir da auch helfen, wenn Menschen einfach nur betrogen werden. Das gibt es ja auch. Mhm. Es gibt ja auch viele Mieterhöhungen, die einfach nicht rechtens sind. Und ein Anruf schreckt schon den Vermieter ab. Aber das ist keine Lösung. Wir können ja nicht jeden einzelnen Mieter uns als Abgeordnete nehmen und hier oder dort anrufen oder Briefe schreiben. Also es muss gesetzlich geregelt werden und muss auch mit starken Sanktionen versehen werden, wenn Gesetzüberschreitungen durch Vermieter stattfinden. Herr Mutlu, wir wollen gleich nach einer ganz kurzen Werbepause weiter diskutieren. Natürlich das Thema Mieten ein großes Thema, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Sie noch diverse andere Themen auf der Agenda haben. Das wollen wir gleich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach einer kurzen Pause klären.